Gibt es eigentlich schon ein Format, das Hallo Deutschland heißt? Martin Seliger, Hallo Deutschland, ja. Du könntest auch in guter alter Tradition des Privatsender-Benennens von Shows das O du Fröhlicher, O du Seliger nennen. Immer so kleinere 30-Sekunden-Clips. Immer so mit so... Wie du den Deutschen Deutschland vorstellst. Ja, also einfach nur, dass man den deutschen Zuschauer. Kennt ihr die Band Missstand? Sie haben schlecht geredet über unser Land. Punk heißt ja auch erlebnisorientiert sein. Aber erstmal interviewe ich den Frank jetzt wegen diesem Final Cut. Welches Schnittprogramm benutzt du? Jo, das habe ich auch, aber ist nicht diese eine Funktion besser als die bei dem anderen Programm? Ja, aber ich meine, wenn du jetzt direkt in den Dateibrowser gehst, dann ist das natürlich so, aber ich meine so von der Performance her so eher gesagt. Ja. Ja, ja, gut. Okay, ich muss das auch selber mal ausprobieren für mich. Also ich habe das andere und das, damit bin ich eigentlich recht zufrieden. So. Mhm. Ja. Aber die Hardware-Unterstützung ist nicht ausreichend. Ja, aber wenn du mit einem XLR auf einer 3er Klinke und einem 64er RAM das machst, dann geht das ja auch eigentlich. Drück mal Play. Nico, Dom, Arti, Kri, Rogers, ich feiere euch, Jungs. Ich habe gezählt, der Martin hat 70 Euro gemacht gestern. Ich hab gestern. Mit Shirts verkauft oder hast du noch was anderes? Ich zeige euch jetzt mal, wie man sein Geld vermehrt. Hier ist ein 5-Euro-Schein und ich zeige euch, wie ich daraus einen 50-Euro-Schein mache. 5-Euro-Schein? Was soll das sein? Ja, ein 5-Euro-Schein, der soll ein 50-Euro-Schein. Ja. Einmal hier für gemischtes Weingummi. So, jetzt habe ich hier 20 Euro verloren, aber ich habe hier aus 15 Euro 150 Euro gemacht, da habe ich 135 Euro gewonnen. Du bist echt der Drachenlord. Dann bist du echt der Drachenlord. Keine Ahnung. Tanz, alter Maul, Tanz. Ja, kein Spaß. Die nehme ich mit. Ja. Sagatiert, ey. Da kannst du.